Liebe Leserinnen, lieber Leser, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe der Laryngorhinotologie. Wie immer fangen wir an mit der Rubrik Referiert und diskutiert, wobei wir letztendlich einen Bogen ziehen zum letzten Heft. Da hatten wir uns mit Schmerzen nach Tonsillektomie beschäftigt und nun geht es um Schmerzen bei Peritonsillarabszess als Symptom der Erkrankung. Und die Diskutanten beschäftigen sich hier mit einer akuten aktuellen Arbeit zum Thema adjuvante Steroidgabe zur Behandlung der Patienten, wobei man sagen muss, in einem konservativen Setting, also ohne Abszesstonsillektomie, das wird auch von den Diskutanten heiß diskutiert. Auf jeden Fall zeigt diese kanadische Arbeit, dass die Patienten deutliche Schmerzen haben, mit denen man sich beschäftigen muss und dass Steroide scheinbar zumindest in den ersten 24 Stunden, das ist ein Problem der Arbeit, sie beschäftigt sich nur mit den ersten 24 Stunden, helfen können adjuvant. In dem zweiten Diskutiert-Beitrag geht es dann um Septorhinoplastik primär bei Nasenbeinfraktur. Hier wird eine südkoreanische Arbeit diskutiert, um es vorwegzuschicken. Die Diskutanten lehnen das einmal grundsätzlich ab oder haben zumindest große Bedenken, dies so zu tun. Und in Deutschland ist sicherlich ganz klar Standard, wenn überhaupt eine Septorhinoplastik notwendig ist, diese zeitseitig vorzunehmen und zunächst einmal eine Standard-Gerüstreposition als einzige Maßnahme bei den Patienten vorzusehen. Man muss hier ganz klar sehen, es handelt sich um eine asiatische Arbeit und man muss eben auch die Daten im Hinblick auf dieses Patientenklientel interpretieren. Aber ganz klar, wenn man in die Literatur schaut, in Asien ist dies ein Thema, unmittelbar mit der Nasenbeinfraktur auch eine Septorhinoplastik vorzunehmen. Wir springen dann in die Rubrik Übersicht und hier geht es um ein experimentelles Thema, aber ein wahnsinnig wichtiges Thema, nämlich mesenchymale Stammzellen, Grundlagen und mögliche Anwendungen, vorgestellt von Kollegen aus der HNO-Uniklinik in Würzburg. Wir hatten uns im letzten Jahr schon mal ausführlich mit Knochenmarksstammzellen beschäftigt und nun geht es um Stammzellen aus dem Fettgewebe und die Kollegen aus Würzburg zeigen, ich meine sehr eindeutig, dass man aus dem Fettgewebe es vielleicht viel leichter tun kann, mit wesentlich weniger Morbidität, aber eben genauso gute Möglichkeiten sich hier eröffnen. Lassen Sie sich von diesem Beitrag begeistern. Wir wechseln dann in die Rubrik Originalien. Und ich freue mich immer, wenn wir ein traumatologisches Thema haben, denn die Traumatologie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Fachgebiets. Und ein Konsortium aus Kollegen aus Zweibrücken, Neuss, Heidelberg und Homburg im Saarland stellen ein neues Implantatsystem zur Orbita-Rehabilitation mit Epithetik vor. Und es sind einige schöne Fallbeispiele dabei. Und ich glaube schon, dass dieses System sich in der Rehabilitation der Orbita in Zukunft gut bewähren wird. Wir wechseln dann in den Bereich der Phoniatrie und Pädagogie. Und hier geht es um die Assoziation zwischen Sprachentwicklungsstörung und Leserechtschreibstörung und die phoniatischen Kollegen aus Ulm zeigen hier in einer Originalie, dass zumindest eine Komorbidität bei der Störung vorliegt und vor allem, darum geht es vor allem in der Arbeit, werden hier diagnostische Kriterien aufgestellt, mit denen es möglich ist, bei Kindern mit Leserechtschreibstörung eben abzuleiten, ob eine Sprachtherapie indiziert werden sollte oder eben nicht notwendig ist. Die dritte Originale beschäftigt sich mit Medizindidaktik. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen gute Lehre machen, um die Studenten für unser Fachgebiet zu begeistern. Und in der Lehre hat sich einiges getan und insbesondere bei den heutigen Personalressourcen sind innovative Konzepte notwendig. Und die Kollegen aus der HNO-Uni-Klinik in Dresden stellen hier moderne Instrumente, Stichworte sind hier Peer-Teaching und Peer-Assessment, für die Lehre im PJ vor, wie man eben mit diesen Instrumenten sehr gute Lehre machen kann. Dann kommen die beiden interessanten Fälle. Zum einen geht es um einen Patienten, der etwa ein Jahr nach Cochlea-Implant-Operation plötzlich wieder schlechteres Sprachverstehen hat. Und seien Sie gespannt, wie man hier mit Diagnostik im Bereich der Elektrophysiologie und Bildgebung herausfindet, was denn die Ursache ist und was man möglicherweise tun kann. Der zweite interessante Fall heißt akute Dyspnoe. Und da liegt es ja nahe, das auf die Grunderkrankung des Patienten zu schieben, denn der Titel heißt
genau genommen akute Dyspnoe bei COPD und Asthma bronchiale, aber das wird der Fall eben als besonderer Fall zeigen, es ist eine andere Ursache. Man darf sich hier nicht verleiten lassen von den Dingen, die nahe liegen, aber nicht die Ursache sind. Und die tatsächliche Ursache in diesem Fall hat dann eben lange gebraucht, um herausgefunden zu werden. Der erste interessante Fall zum CI kommt aus Hannover und dieser zweite Fall kommt aus Berlin. Wir wechseln dann zu Gutachten und Recht und hier geht es mal wieder um die Aufklärungspflicht, die wir alltäglich im operativen Geschäft haben. Und hier wird an einem schicksalhaften Fall einer Tetraplegie nach länger andauernder Anteflexion der Halswirbelsäule als besondere Lagerung nach einer Trachealplastik berichtet. Das tun Herr Professor Schipper gemeinsam mit Herrn Dr. Wienke anhand eines aktuellen Rechtsstreits und zeigen eben auf, welche Auswirkungen eben eine solch seltene Komplikation. Es wird auch diskutiert, inwieweit hier ein kausaler Zusammenhang überhaupt zu sehen ist, eben wie dies vielleicht Auswirkungen in Zukunft auf die Aufklärung im Rahmen solcher besonderen Lagerungen, wie zum Beispiel nach Trachealplastik oder auch nach Lappenplastik haben wird. Wir kommen dann schon fast zum Schluss und schließen mit Facharztwissen und diesmal bewegen wir uns an den Tellerrand des Fachgebiets. Es geht nämlich um Differentialdiagnostik des Kopfschmerzes und hier ist mal der aktuelle Stand dargestellt und Sie werden sehen, die wichtigsten diagnostischen Erkrankungen, die da in Frage kommt, kann auch ein HNO-Arzt gut eingrenzen und somit relativ leicht, zumindest in den meisten Fällen, entscheiden, zu welchem anderen Facharzt er den Patienten, wenn es denn nicht um eine HNO-ärztliche Ursache bei dem Kopfschmerz geht, seine Überweisung ausstellen muss. Ich denke, das ist wieder ein sehr spannendes Heft für Sie und ich verbleibe bis Juli 2014, Ihr Orlando Bontinas-Lichius.